Vor den morgigen Nvidia-Zahlen sind die Aktienmärkte in den USA in einer echt seltsamen Situation. Wir sind auf der einen Seite historisch gesehen absolut teuer, wahrscheinlich so teuer wie noch nie, vielleicht mal kurz zur Dotcom-Blasenzeit. Auf der anderen Seite aber sind wir im kürzeren Zeitfenster ziemlich überverkauft, was nahelegt, dass wir uns jetzt nochmal erholen. Eine Rallye, eine Aufwärtsbewegung in diese Zahlen morgen von Nvidia machen, die ja nachbörslich kommen. Aber dann wäre eben diese Überverkauftheit abgebaut, wenn diese Erholung kommt und die Karten neu gemischt. Und bei Nvidia ist die Latte sehr hoch gelegt. Da muss sehr vieles passen, damit man hier nochmal die Investoren in KI-Euphorie versetzen kann. Warum sind die Märkte gefallen? Zuletzt aus zwei Gründen wahrscheinlich. Der erste Grund ist die Zinsen. Nachdem Paul gesagt hat, warum sollen wir eigentlich die Zinsen senken? Die Wirtschaft gäbe das doch gar nicht her. Das aber ist eingepreist gewesen. Und der zweite Punkt ist eben vor allem die Personalauswahl von Donald Trump, etwa Robert Kennedy Jr. und wie sie alle heißen. Also da machen sich bestimmte Branchen, bestimmte Sektoren machen sich hier Gedanken, und man sollte sich eben auch Gedanken machen über das, was Elon Musk und Vivek Ramaswamy da planen, nämlich massive Budgetreduzierungen. Und Budgetreduzierungen haben Folgen in der Realwirtschaft, so wie wir eben gesehen haben, dass die Budgetausweitungen der letzten Regierungen dazu geführt haben, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession gefallen ist, obwohl das alle erwartet hatten, sondern immer wieder diese vermeintliche Stärke gezeigt hat, eben weil diese Nachfragestimulusseite durch diese permanentes Verschulden der US-Regierung angeteasert wurde. Und jetzt wollen wir uns diese super, super seltsame Lage mal anschauen. Und hier sehen wir es. Wir waren vor dieser gestrigen Erholung im S&P Future auf 4-Stunden-Basis im RSI, also relative Stärkeindex, der anzeigt, ist was überkauft oder überverkauft, schon ziemlich ausgebombt. Und fast jedes Mal bei solchen Niveaus passiert dann das, was eben passiert. Die Märkte beginnen wieder zu steigen. Ähnliches Muster eben dann auch andersrum. Wenn man krass überkauft ist, dann kommen meistens die Rücksetzer. Also wir sehen, wir waren kurzfristig sehr stark überverkauft, haben das ein Ticken abgebaut, aber sind nach wie vor hier alles andere als jetzt überkauft. Und das in einer Situation, im kurzen Zeitfenster, auf 4-Stunden-Basis nochmal dazu gesagt, und das in einer Situation, wo wir gesehen haben, dass massive Gelder eben in diese Aktienmärkte geflossen sind in letzter Zeit. Aber erstaunlicherweise hat das nicht letztendlich dazu geführt, dass sich die Aktienmärkte noch weiter nach oben gehangelt haben, sondern eben jetzt diese Korrektur gekommen ist. Die waren wahrscheinlich investiert, und dann Auftritt Jerome Powell, dann Auftritt Trump mit Nominierungen, die den Märkten nicht so richtig geschmeckt haben. Und eins ist eben auch klar, die Märkte sind so ein bisschen in der Logik 2016, als Trump das erste Mal Präsident wurde. Ich hatte gestern versucht, im Marktflüster zu zeigen, dass es sich hier nicht um einen normalen Regierungswechsel handeln dürfte, sondern hier eine Revolution geplant ist, die im Prinzip die Fundamente des US-Staates neu ausjustieren will. Und das hat die Wall Street aus meiner Sicht nicht eingeplant, nicht einberechnet, welche Konsequenzen das haben kann. Hier sehen wir mal, dass eigentlich alles komplett nach dem Fahrplan 2016 verläuft, im Jahr 2024 sichtbar, etwa an zyklischen Aktien in Relation zu defensiven Aktien oder auch bei Aktien Domestic gegen International, also die mehr Heimatgeschäft haben als internationales Geschäft haben. Und hier, das sieht man nicht so richtig, aber wir sind auf der einen Seite, respektive auf der anderen, nicht nur überverkauft im kurzen Zeitfenster, sondern wir haben jetzt laut The Buffett Indicator, der die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes in Relation zum BIP setzt, ein neues Hoch erreicht mit 202%. Unten sehen wir mal den S&P 500 und den Löhnen. Also wie viele Stunden muss man arbeiten, median gesehen in den USA, um sich einen S&P kaufen zu können, also um und bei $6.000. Der steht ja so im Bereich 5.900 aktuell. Also wie lange müsste man dafür arbeiten? Und es ist immer länger. Das heißt, wir haben nach wie vor eine Vermögenspreisinflation in Relation zu etwa realer Arbeit.
Und jetzt kommen wir mal zu Nvidia. Die Aktie hatte eine negative Divergenz. Ist noch in diesem Aufwärtstrendkanal, ist da oben rangelaufen, ist jetzt erstmal zurückgesetzt. Gestern die Meldung, dass ja dieser Blackwell-Prozessor überhitzte latent und das angesichts der Situation, dass diese Nvidia-Zahlen, die morgen nachbörslich kommen, dann am Donnerstag, wenn der Kassamarkt aufhat, wohl den größten Effekt seit Wochen und Monaten haben, größeren Effekt als eine Fed-Sitzung, als Inflationszahlen, als Arbeitsmarktdaten. Also da wird was passieren und gestern ist passiert dadurch, dass Nvidia verloren hat, nämlich 1,5% und Apple gewonnen hat, ist Apple jetzt wieder die Nummer 1. Also man tauscht sich da in der Führungsrolle oder wechselt sich da permanent ab. Microsoft an dritter Stelle, Google noch an vierter Stelle, aber die könnten Probleme bekommen. Warum, will ich gleich zeigen. Hier sehen wir mal unten diesen Chart, auch hier der RSI. Sehr, sehr stark überverkauft. Jetzt haben wir diese Reaktion nach oben gesehen, sind da immer noch relativ weit unten, handeln in diesem Trendkanal. Da könnten wir vielleicht diesen Trendkanal unten nochmal antesten, bevor es nach oben geht. Oder man geht gleich nach oben und versucht da nochmal ein neues Hoch zu erreichen. Aber die Dinge werden ein bisschen luftig. Und nicht umsonst sagt die Bank of America, also der ist Statistik praktisch in jeder Kategorie wie so teuer wie nie zuvor. That is true, auch wenn wir kurzfristig eben überverkauft sind. Und Tom DeMark sagt also, der Aktienmarkt, der bildet jetzt ein Top aus, wie wir es 1929 gesehen haben. Okay, nehmen wir erstmal so hin. Aber vielleicht ist da so ein bisschen was dran, wenn wir das mal übergeordnet sehen. Auf der einen Seite sehen wir, dass zum Beispiel die Corporate Bond Spreads, also die Risikoprämien für Unternehmensanleihen, so niedrig sind wie eigentlich noch nie. Und das könnte man als Zeichen einer Blase sehen. So hat die Ratingagentur S&P Global jetzt gesagt, beziehungsweise S&P Global. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass der Stress im System zunimmt, etwa bei den Konsumenten. Immer mehr Konsumenten berichten von der Erfahrung, dass Banken ihnen keine Kredite mehr eingeräumt haben oder zumindest nicht die Kredite, die sie haben wollten, etwa Credit Card, deutlich nach oben gegangen, Mortgage, also Immobilienkredite, Autokredite und so weiter und so fort. Wir sehen also, dass die Kreditvergabestandards strenger werden. Und das ist natürlich für überschuldete Konsumenten jetzt nicht die allerbeste Nachricht und für eine Wirtschaft, die auf Pump basiert, auch nicht die allerbeste Nachricht. Dann sehen wir solche anekdotischen Evidenzen, vielleicht könnte man das so formulieren. Heavy Truck Sales, also Verkauf großer Lastwagen, 14% minus im Vergleich zum Oktober des Vorjahres, tendiert nach unten. Und immer wenn wir da einen relativ steilen Weg nach unten haben, kam eine Rezession und diese Aktienmärkte in den USA, die sind mit allem bepreist, aber nicht mit dem Eintreten einer Rezession. Niemand glaubt ja an eine harte Landung der US-Wirtschaft, aber die könnte gerade dadurch kommen, dass hier Leute plötzlich Experimente wagen, die bisher keiner gewagt hat und deren Ausgang dann eben unsicher ist. So etwa jetzt nochmal bekräftigend Elon Musk, der sagt also in Reaktion auf einen Tweet hier, dass es jetzt über 200 Jahre gedauert habe, um die ersten 12 Billionen an Schulden hier zusammenzubringen. Und diese 12 Billionen, die macht man jetzt mal eben in 4 Jahren zwischen 2020 und 2024. Und Elon Musk schreibt also, unmittelbare Aktion ist jetzt praktisch notwendig, um den Bankrott oder weil faktisch die USA bankrott seien. Also das ist schon eine harsche Sprache, da wird meint man die Dinge durchaus ernst. Kommen wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten. Wir haben Supermicro-Aktie, die ist um 40% jetzt nachbörslich gestiegen oder gestern gestiegen, weil das Delisting abgewendet ist. Warum? Man hat einen Wirtschaftsprüfer gefunden. Und das Interessante ist, jetzt erstmal große Freude, das Interessante ist, dass man mit BDO, die jetzt die Wirtschaftsprüfer machen, nicht über die Dinge gesprochen habe, die damals Ernst & Young zur Ablehnung des Mandats gebracht haben. Das heißt, BDO scheint sich überhaupt nicht zu interessieren, welche Leichen da im Keller sind, sondern hat gesagt, okay, wir machen das, weil offenkundig ein übergeordnetes Interesse von bestimmten Kreisen besteht, dass eben Supermicrocomputer nicht delistet wird. Also interessante Entwicklung. Das eigentliche Problem scheint damit überhaupt nicht angegangen zu sein, aber erstmal jetzt wahrscheinlich so eine Art Short Squeeze. Gucken wir jetzt mal auf die geopolitische Lage. Meine Damen und Herren, dann sehen wir das vor der Wahl. Und das bezieht sich dann wieder ein bisschen auf den Elon Musk.
Japan und China relativ deutlich im dritten Quartal US-Staatsanleihen verkauft haben. Vielleicht auch ein Grund für die steigenden Renditen, wenn jemand Anleihen verkauft, die er besitzt. Dann tritt er eben als Verkäufer auf, was letztendlich die Renditen steigen lässt oder einen Beitrag dazu leistet jedenfalls. Und wenn wir uns nochmal China anschauen, Xi Jinping hat jetzt im Gespräch mit Joe Biden offenkundig 4 rote Linien genannt, die Trump nicht überspringen darf. Die erste ist, die Unabhängigkeit von Taiwan zu unterstützen. Ich glaube, da wird Trump nicht anders können, als das zu tun. Dann sich in die Chinas Demokratie einzumischen und ständig auf Menschenrechten zu pochen. Welche Demokratie möchte man hier fragen? Und dann eben hier Sanktionen und Trade Restrictions aufsetzen. Genau das, was Trump wahrscheinlich vorhat. Und so weiter und so fort. Und dann eben auch die Entwicklungsmöglichkeiten Chinas zu begrenzen. Genau das wollte Trump, genau das wollte auch schon Biden. Aber Trump wird das wahrscheinlich noch ein bisschen herber dann durchführen. Und die Chinesen werden sich rächen oder werden Gegenmaßnahmen ergreifen, Gegenzölle. So viel scheint klar. Und sie werden wahrscheinlich ihre Währung abwerten. Und die interessante Frage ist, wie inflationär sind jetzt diese Zölle von Trump etwa gegen China? Und hier sagt Robin Brooks, vielleicht doch nicht so inflationär, weil die Chinesen dann den Yuan so stark abwerten, dass der diesen Zolleffekt fast auffressen könnte. Ja, das ist eine interessante Perspektive. Ob das so eintritt, wie das eintritt, das wird abzuwarten sein. Aber auf jeden Fall sehen wir hier diese geopolitischen Entwicklungen, die greifen ineinander. Das gilt dann auch für den Goldpreis, der gestern ja von einer wichtigen Trendlinie erstmal nach oben gegangen ist und nach 6 Handelstagen in Folge dann das erste Mal wieder positiv gewesen ist. Drittgrößter Anstieg gestern des bisherigen Jahres. Und das liegt auch in der geopolitischen Situation. Wir wissen ja, dass jetzt Biden diese Raketen mit größerer Reichweite, etwa 300 Kilometer, für den Einsatz der Ukrainer genehmigt hat. Russland scheint jetzt übergegangen zu sein zu hybrider Kriegsführung. Hier sind 2 Unterseekabel, eins zwischen Finnland und Deutschland und eins zwischen Schweden und Litauen beschädigt worden. Russland hatte genau solche Sachen schon mal geübt mit Spionageschiffen. Rechts sehen wir Bundeswehr prepares companies for war. Also das wird jetzt richtig lustig. Die geopolitischen Spannungen werden nicht weniger und die innenpolitischen Spannungen in Deutschland auch nicht. Und ich halte diese Grafik für wichtig oder diese Aussagen hier für wichtig. Wir haben ja etwa hier einen Anteil an dem CO2-Ausstoß, der durchaus überschaubar ist mit Großbritannien, etwa die europäischen Länder 7,3%. Also wir sind verantwortlich für 7,3% der Emissionen und wir importieren 95% unseres Öl und unseres Gases. Und jetzt erzählen uns ja viele, wie zum Beispiel der Robert Habeck, also wir müssen ja unbedingt den CO2-Ausstoß nach unten bringen, also weniger Öl und Gas konsumieren. Das Problem ist nur, wenn wir es nicht tun als solvente Käufer, dann wird der Preis für Öl und Gas fallen und dann werden es andere kaufen. Der Effekt dürfte gleich null sein, wenn wir hier in Richtung CO2-Neutralität unterwegs sind. Wir sehen, wir spielen hier praktisch kaum eine Rolle im Vergleich zu China, im Vergleich zu anderen Teilen dieser Welt. Also wir haben dann praktisch nur eine Umverlagerung der CO2-Emissionen. Hier sehen wir das nochmal. Deutschland ohnehin auf dem Weg nach unten, China nach wie vor auf dem Weg nach oben, obwohl man ja sehr viel Erneuerbare auch zubaut, aber eben auch Kohle etc. Und der gute Robert Habeck hat jetzt ja gesagt, also wenn Deutschland und Europa ihre Ziele in Sachen CO2 nicht erreichen, dann werden Länder wie Brasilien, Indien, China oder Indonesien hier kein Vorbild drin sehen. Also dann wäre das ja kontraproduktiv. Mit anderen Worten, wenn der weiße überlegene Mann aus dem Westen das nicht schafft, dann werden die anderen sagen, ja, dann schaffen wir das auch nicht, dann brauchen wir uns auch nicht anstrengen. So ein Bullshit, also das ist auch so ein bisschen, wie soll man sagen, postkolonialistisch, ohne dass es dem guten Robert auffällt. Dass, also wenn wir hier scheitern, dann dürften die anderen auch sich die Frage stellen, ja, wenn die Übermenschen da im Westen gäben, die das nicht schaffen, was ist dann los? Also wir sehen hier, wie verquer diese Denke ist bei gleichzeitig schon ohnehin sinkenden CO2-Verbräuchen in Deutschland und in der Eurozone. Müssen wir dann auf Null kommen, damit die anderen kapieren, die schaffen es, also schaffen wir es auch. Macht überhaupt keinen Sinn, vielmehr
haben wir so vielen Menschen damit geschadet, etwa im Bereich Immobilien, viele, die auf einer älteren Immobilie sitzen, die jetzt praktisch wertlos ist, weil unsaniert, weil nicht energieeffizient, das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, über den man noch lange sprechen muss. Und all das in einer Situation, wo die deutsche Regierung ja sozusagen auch das Budget immer mehr ausweitet, so ein Stück weit wie die Amerikaner, vor allem durch Sozialleistungen. Und hier sehen wir, dass die Regierung ja die Sozialleistung deutlich erhöht hat. Während die Reallöhne der Arbeitnehmer weitgehend stagnieren, die sind in den letzten Monaten jetzt gestiegen, aber davor waren sie gefallen. Das heißt, die Löhne, die Lohnanstiege minus Inflation sind deutlich weniger gestiegen als etwa die Sozialleistungen. Es zeigt so ein bisschen den Irrsinn, wir investieren nicht in Infrastruktur, in Innovation, sondern in den Konsum. Wir laden sozusagen immer mehr Leute da ein, oh, nehmt doch unser Bürgergeld, leistungsloses Einkommen, aber wenn es darum geht, die Leistungsträger zu besteuern, dann sind vor allem die Grünen ganz vorne dabei. Das passt hinten und vorne nicht zusammen und ist letztendlich auch ein wesentlicher Grund, dass es für Deutschland weiter bergab geht, nachdem die Voraussetzungen dafür schon in der Merkel-Ära geschaffen wurden. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Google kriegt Probleme, ich hatte es angedeutet. Washington will Google zum Verkauf von Chrome zwingen. Und das ist eine verdammt schlechte Nachricht, denn mit Chrome kann Google auch hintenrum noch sehr, sehr viel Geld verdienen. Datenauswertungen, Training für KI-Programme etc. etc. Das ist die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung, ich werde über Trump und die Folgen sprechen mit Dr. Bastian Segert. Wir hatten schon mal die Ehre und ich fand es ein sehr, sehr gutes Gespräch, weil es zwei verschiedene Seiten beleuchtet oder jeder eine Seite beleuchtet und dann diese zweite Seite jeweils wirklich eine sehr gute Ergänzung ist, um das Gesamtbild wirklich abzurunden. Wenn Sie da dabei sein wollen, das ist ab 19 Uhr abrufbar. Können Sie aber auch später gucken, wenn Sie sich anmelden. Den Link dazu packe ich Ihnen unten hier rein und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.